So viel Emotion war selten auf einem Jahrestreffen. Freude und Gemeinschaftsgeist. Trauer um Michael Hoffmann und Andreas Werner. Begeisterung und Aufbruch. SHK-Vorstand Harald Belzer begrüßte die Anwesenden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in Dresden zu unserer 29. Jahreshauptversammlung. Zukunft ist unser Thema für Dresden. Zukunft heißt digitale Welt. Steffen Piwkowski würdigte die zertifizierten Lieferantenpartner. Wenn ich mich hier im Saal umschaue, fast 450 Leute, das ist schon beeindruckend. Ja, hier stehen erstmal alle unsere Lieferantenpartner, die sich zertifizieren oder auditieren haben lassen. Großen Applaus! Von Hans-Arno Klöb haben wir gehört, die Zukunft liegt in der vertikalen Kooperation. Ihr größter Wettbewerber im Heizungsbau in 5 Jahren ist nicht Ihr Kollege, sondern sind die Stadtwerke. Anschließend gab es eine Fülle von Informationen zum Thema Zukunft in unserer Kooperation SHK. Kooperation macht stark. Wir werden stark und wir werden immer stärker. Meister der Elemente ist für uns die Maike für den Endkunden im Handwerk. Die Gewichtung hat sich verlagert. Wir brauchen einen perfekten Online-Auftritt heutzutage. Ne? Unser Anspruch in den Marken ist, die ersten und die führenden Handwerksmarken in Deutschland und Österreich zu sein. Sanchez Sauldi, Experte für digitales Marketing, referierte zum Thema Social Network for Future. Und in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger werden, die Digitalisierung besser zu verstehen, denn wir befinden uns in Zeiten, in der Unternehmen entweder in der Masse untergehen oder es schaffen, beim Kunden sichtbar zu sein. Wer das verstanden hat, der hat den besten Weg, die beste Chance, im Social Media richtig erfolgreich zu sein. Wer außer der SHK und manchem Familienunternehmen kann solche Zahlen überhaupt noch aufweisen? Das ist also wirklich, das ist ein wunderbares, tolles Ergebnis. Die Firma Säuberlich ist seit 17 Jahren in der SHK und es ist eine unserer besten unternehmerischen Entscheidungen gewesen. Wir haben diesem Verband unheimlich viel zu verdanken. Wir haben die Angebote der SHK genutzt. Wir haben viel davon umgesetzt. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, ohne diesen Verband. An ca. 70 Messeständen zeigten die Lieferanten und Dienstleister der SHK AG ihre Produkte und ihre Leistungsbereitschaft. Wie ist es Ihnen in den ersten 2 Tagen als neuer Lieferantenpartner der Firma SHK ergangen? Wir haben einen super Stand, tolle Location, also Kompliment an die SHK. Ich glaube, es war sehr gut, dass wir ins Lieferantenprogramm mit aufgenommen worden sind. Natürlich ist die SHK für mich immer eine Herzensangelegenheit. Da ist man mit dabei, da bringt man sich mit ein, um generell die SHK-Familie in den nächsten Jahren mit Sicherheit voranzubringen. 3 MDE-Lieferanten, ganz, ganz wichtig, der ersten Stunde. Ich habe bewogen, die erfolgreiche Marke Meister der Elemente zu unterstützen, wo der Endkunde sich aufgehoben fühlt, wo er weiß, ich habe zuverlässige Partner, Qualität, Zuverlässigkeit und Spaß an dem Produkt. Also wir haben grundsätzlich die Bruttopreise nach unten genommen, um attraktiver zu sein, sowohl für das Handwerk als auch für den Endkunden. Ich bin ja mittlerweile ein Dinosaurier und ein Verfechter der SHK und möchte einfach mit reinwirken können, soweit es möglich ist. Dass die SHK von ihrem Auftreten, von ihren Erscheinen sehr interessant ist, von ihrer Art und Weise, wie sie die ganze Sache organisiert, alles unter einen Hut bringt. Und das ist ein Grund, warum wir gerne hier dabei sind. Wir haben die Kontakte, die da sind, vertiefen können und wir haben viele, viele neue Freunde dazu gewonnen. Der King of Parodie, Jörg Knör, begeisterte am Festabend im Kongresscenter das Publikum. Tschüss. 20 Jahre SHK Badplanungswettbewerb mit der Auszeichnung der Badplaner des Jahres 2017. Thema der Ausschreibung dieses Jahr war einfach traumhaft, Bäder mit Sinn und Sinnlichkeit.
herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Michael Kercher stellt in seinem interaktiven Vortrag dar, wie Sie auch scheinbar talentfrei Höchstleistungen erzielen können. Schlagzeug spielen kann jeder, ist ganz einfach. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir haben Dresden gerockt. Zum Abschluss gab es eine historische Stadtführung durch die Dresdner Altstadt. Nach der Jahreshauptversammlung ist vor der Jahreshauptversammlung. Sie sind alle jetzt schon herzlich eingeladen, nächstes Jahr, das 30-Jährige, in Berlin